Ja, hallo, liebe Eishockey-Freunde. Willkommen zu 10 Minuten und raus, der Penny DL Talk. So, jetzt bitte. Ja, wir starten mit Augsburg und enden mit Augsburg. Ihr Pappnasen. Augsburg verliert 5:0 gegen die Schwenninger Wild Wings. Für Augsburg wird die dünne Luft. Ja, die Luft da unten im Kampf um Platz 4 ganz schön dünn. Schon wieder getrunken oder was? Also apropos getrunken. Ich trink und die anderen reden scheiße. Ja, passt da nicht zusammen. Du bist apropos getrunken, es wäre auch besser gewesen, wäre da besoffen gewesen bei dem Spiel. Ja. Ja, man muss sagen, ich war wirklich sauer bei dem Spiel, weil Warum geht's um Platz 4. Das ist ein Big-Point-Spiel. Daheim. Wo es um alles geht. Wo es um extrem viel geht. Und da war gar nichts. Da war nicht mal Frust zu spüren. Also Schwenningen war durch die Bank auf jeder Position besser. Ja. Und da war keinerlei Aufbäumen, da kam kein Foul, da kam gar nichts. Also das war für mich enttäuschend. Würde ich sagen, zwei ja. Klassen besser. Ja. Ja. Schneller, besser da. Die haben im Mitteldrittel aufgedreht, haben die 4 Tore gemacht und damit war das Spiel gelaufen, fertig. Und dann sind wir wieder bei dem Gelaber. Wenn wir in Schwenningen verlieren, das ist die lange Busfahrt. Ja, die hatte Schwenningen jetzt auch. Und die waren aber wach, von Anfang an wach und haben gewusst, um was es geht. Und den Eindruck hatte ich, ehrlich gesagt, bei den meisten da auf dem Eis nicht. Das war so, spielen wir es halt mal runter, Spiel. Und das war enttäuschend. Sehr enttäuschend, ja. Ja, dann haben wir Straubing gegen die Nürnberg Ice Tigers. Straubing gewinnt in Overtime mit 4:3 und das war wieder so ein Spiel, was andersrum auch hätte ausgehen können. Ja. Nürnberg ist mittlerweile spielerisch einfach mit von der Partie und ich weiß noch nicht ganz genau, woran es liegt, aber den fehlt hinten raus immer nur so eine kleine Nuance. Ja, ich meine, Nürnberg führt am Schluss eigentlich, ab dem zweiten Drittel, bis kurz vor Schluss, ja, das Spiel mit 3:2 und kriegt dann im Endeffekt das Tor. 57. Minute. Ja. Und aus 3 Punkten wird am Schluss einer. Oh ja, genau. Ja. Und das 5 was, Sekunden vor Ende. Und das wirft die natürlich auch in der Moral und in der Einstellung zurück. Ja. Also, wenn du heute das Interview gesehen hast von dem Reimer, war ja schon Resignation, das Interview. Also vor dem Ingolstadt-Spiel. Auch das Interview neulich von Weber im München-Spiel, dieselbe Geschichte. Der stand da absolut angepisst drin, weil sie wissen, dass sie gutes Hockey spielen können. Und das haben die auch und was machst du als Trainer? Du kannst vor jedem Spiel sagen, das letzte Spiel war gut, wir waren auf Augenhöhe, wir hätten fast 3 Punkte geholt. Ja, irgendwann spielt sie das aus. Du brauchst einfach Erfolgserlebnisse. Und so oft spielen sie halt nicht in Augsburg. Was ich aber als Vorteil sehe, ist, dass sie sich ganz klar zu Frank Fischöder committed haben, dass sie gesagt haben, sie gehen den Weg weiter. Es kommt jetzt ein neuer Sportdirektor mit Stefan Usdorf mit dazu und dann... Wollen wir mal schauen, wie lange das Commitment gilt, Felix. Das ist auch so eine Sache. Der hat seine Connections, der hat sein Netzwerk. Da war vielleicht Fischöder noch gar nicht mit so eng dran. Und da ist es natürlich schneller dann mal, auch zur neuen Saison vielleicht, dass er dann vielleicht sich doch nicht an das Versprechen erinnert. Aber schade wäre es. Bleibt abzuwarten, gehen wir auf jeden Fall mal in ein Topspiel der Gruppe Süd und zwar Ingolstadt gegen Mannheim, Torspektakel. Ingolstadt verliert mit 4:6 zu Hause und ja, da ging's hin und her. Ingolstadt führt 3-0. Ja. 3-0, dann kommt Mannheim kommt zurück, also das war ein geiles Spiel. Mannheim kommt im ersten Drittel. Im ersten Drittel, genau, wollte ich gerade sagen. Alles im ersten Drittel. Ja, das war Wahnsinn.
Der Ausgleich dann im zweiten und dann hinten raus, ja? Nee, der Ausgleich war noch im ersten, 19. Spielminute. Das zeigt wirklich, dass momentan Mannheim echt die Mannschaft der Stunde ist in der Südgruppe. Ingolstadt hat gut gespielt, sind gut drauf, alles okay, aber Mannheim ist einfach im Moment eine eigene Liga. Ich würde sagen, wenn Mannheim souverän durch die Verzahnung kommt, dann ist da dieses Jahr auch nicht mehr allzu viel dran zu rütteln. Ja. Auch mit dem Playoff-Modus. Vor allem, wir müssen mal gucken, wo Mannheim jetzt schon steht und was Mannheim die erste Hälfte der Runde auf Verletzte hatte. Die kommen alle zurück. Mannheim wird, so mein Eindruck, von Spiel zu Spiel sogar stärker, von Woche zu Woche. Also das wird... Mannheim hat die letzten, ich glaube, 14 Spiele. Davon haben sie 12 gewonnen, ja, glaube ich. Also, und zwei haben sie einen Punkt geholt. Also die haben... Ja, also immer gepunktet im Endeffekt. Punkte. Das ist Wahnsinn. Total. Die haben natürlich aber auch das Selbstvertrauen. Ja, und die werden auch ihre Spiele verlieren, aber die haben natürlich eine Breite. Die haben eine Riesenbreite an Qualität in der Mannschaft. Also das ist beeindruckend. Ja, gehen wir zum nächsten Spiel. Bremerhaven gewinnt 5:3 zu Hause gegen die Iserlohn Roosters. Ja, was Besonderes wieder ist. Penny drei, das drei neu sortieren. Drei Überzahlsituationen für Bremerhaven im ersten Drittel, kein Tor. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, aber dafür funktioniert... Sag's nur mal. Nee, aber genau das war der Grund, warum Iserlohn 1-0 führt. Ja. Iserlohn bis zur 27. Minute 1-0 vorn und dann Dreifachschlag in 7 Minuten, 3 Buden von Bremerhaven. Dann war es eigentlich. Iserlohn kommt zurück. Richtig, ja. Iserlohn kommt zurück. Du machst den Ausgleich und ich glaube, 15 Sekunden später kriegst du dann das 4-3. Ja. Richtig, waren das ist echt Sekunden bitter, ja, für Iserlohn. Ja. Also. Aber da bist du nur so in der Euphorie vielleicht, dass das letzte Quäntchen Konzentration fehlt. Ja, keine Ahnung. Sieht man öfters. Ist natürlich eine brutale Sache. Ja, und dann haben wir Wolfsburg gegen die Kölner Haie. Köln gewinnt mal wieder 3-2 auswärts. Kein glanzvoller Sieg, aber ganz wichtiger Dreier für Köln. Ganz wichtiger Dreier für Köln nach den letzten Ergebnissen. Und wenn du Tabelle anguckst, Köln wieder voll im Geschäft um den vierten Platz. Ja. Ich habe 2 Punkte und ein Spiel weniger. Also da ist alles noch offen. Ich frage mal kurz die Regie. Vielleicht können wir am Ende der Sendung nochmal einen Blick auf die Tabelle werfen. Ich funk das mal runter in den Regiekeller. Wir hatten heute Regie. Regie. Wie immer. Was? Können wir machen. Gut, sehr gut. Genau. Ja, nächstes Spiel haben wir dann die Eisbären Berlin gegen die Düsseldorfer IG mit 8-1. Düsseldorf fährt zu einem Fan hin, die das Logo in ihren Garten gemalt hat. Und da ist die schwarze Katze dann vorbeigelaufen und dann war es das mit dem Lack. Genau, und dann kriegen sie 8-1 auf die Mütze in der Mercedes-Benz Arena. Ja, das wird nur heiter. Berlin jetzt eine Woche Pause, Augsburg auch eine Woche Pause und dann heißt es nach Berlin. Ich bin mal gespannt. Ich befürchte, dass das echt übel werden könnte. Aber es ist eine Chancengleichheit. Da muss Augsburg sich halt jetzt halt in der Woche auf gut Deutsch gesagt richtig den Arsch aufreißen, um dann auf Augenhöhe mit Berlin zu spielen. Ja, aber die Berliner sind schon brutal gut. Also wenn du auch die Torfolge anschaust, alles... Zweites Drittel war 7-0, oder? Magic. Das kann bitter ausgehen. Ja, ja. Berlin ist gerade voll im Flow. Und so viele schwarze Katzen können wir, glaube ich, die Woche gar nicht nach Berlin hochschicken. Ja, doch. Zumindest ein ganzes Team. Aber ich fordere trotzdem alle AFV-Fans auf, wenn es hilft, schickt alle schwarzen Katzen die Woche nach Berlin. Und die schwarzen Katzen sind dann heute Morgen, glaube ich, auch an der SAP-Arena am Bus der Augsburger Panther vorbeigelaufen, oder? Nein, ich sehe das gar nicht so. Also es war deutlich besseres Spiel als das letzte zu Hause. Also Augsburg verliert 4-2 in Mannheim. Ja. Nochmal für die, muss man nochmal sagen, nicht sehen konnten. Für die Statistik. Für die Statistik. Und ja, aber Augsburg sah schon besser als
Schwenningen zu Hause. Ja. Zumindest haben wir Unterzahl durchgeschossen. Aber irgendwie haben wir erst ab 4-1 meiner Meinung nach. Mir wäre es lieber gewesen, das wäre nicht in Unterzahl gewesen. Da hätte man nämlich noch 2 Minuten Unterzahl spielen dürfen. Ja. Haben sie ja sogar nur angeschaut, die Schiris, ob es die Unterzahl war. Sei es drum, schöne Vorlage auch vom Henk, schönes Tor vom Stieler. Ja. Wunderbar. Aber auch, wie gesagt, mein Eindruck war, dass wir viel zu ängstlich und zu defensiv waren am Anfang. Und erst als es 4-1 stand, da hat man dann sich mehr getraut und war auch ebenbürtig am Ende. Ja, ich habe immer so das Gefühl, wenn es um nichts mehr geht, dann können sie so spielen, wie sie wollen. Und vorher sind sie in so einer Art Defensivzwang gefangen. Ja, aber Felix, du wolltest noch was fragen. Ja, weil was ich tatsächlich nicht verstehe, du spielst 3 Minuten vor Ende, kriegst du ein Powerplay. Weiß genau, was du sagen willst jetzt. Und du ziehst... Und du ziehst den Goalie nicht und ziehst ihn dann unter Druck bei 5 gegen 5 im eigenen Drittel erst. Ich habe das Spiel auch gesehen. Verstehe nicht. Nee, ganz ehrlich, verstehe nicht. Keine Ahnung. Wenn es da draußen jemanden gibt, der es uns erklären kann, dann bitte. Taktische Finesse. Keine Ahnung. Vor allem, du hast das Spiel verloren. Ja. Kriegst eine einmalige Chance. Ja, und alle Vorteile, dass du bei einem 4-2, 3 Minuten vor Schluss, Überzahl, Bulli vorm Gästetor, du kriegst diese einmalige Chance, jetzt den Torwart zu ziehen. Vom Heimtor. Kannst du eine Auszeit machen vor. Die Auszeit nehmen, Torwart ziehen. Du hast ja nichts mehr zu verlieren, du warst eh schon weg in dem Spiel und du hast dieses Geschenk, vielleicht wieder hinzukommen und der lässt es 5 gegen 4 laufen und der Torwart steht sie wund hinten. Und eine Minute vor Schluss wird er dann aus der Not gezogen, wo du eigentlich nichts mehr... Wo er dann halt 6 gegen 5 spielst. Aber Mast als Torhüter, der einfach rauskommt. Ja, bei Führung. Gut, der macht das halt bei Unentschieden. Bei Unentschieden ist der raus. Wie Spiel steht. Jetzt schauen wir mal, wie es mit der Verzahnung weitergeht. Genau, wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ja, schauen wir noch die Tabelle an, oder? Die Regie blendet jetzt die Tabelle ein. Ja, übrigens Nürnberg, Ingolstadt 1-5. Jawohl. Für? Ja, wie gesagt, Nürnberg, Ingolstadt 1-5. Jungs, hier ist die Tabelle, schau's mal. Ja. Der Magic sagt, Köln voll dabei, eigentlich ein Spiel weniger. 4 Punkte Rückstand, 5 Punkte Rückstand, also. Ja, das ist das fehlende Spiel ist das gegen Wolfsburg. Ja, und wenn du das gewinnst, dann bist du 2 bzw. 1 Punkt von Platz 3 und 4 weg. Praktisch 6 Punkte spielen. Ist das. Ja. Everything is possible. Geht. Ja, schauen wir mal. Wenn man dann in den Süden schaut, das... das ein brutal sind gut, okay, Mannheim. Punkte von Mannheim sind schon brutal. 58 Punkte in 24 Spielen, also das ist schon gut. Ich würde sagen, das ist ungefähr ein Schnitt von 2,417. 417, circa. So ungefähr. Circa. Ach ja, witzige Geschichte dazu. Witzige Statistik, oder? Ja, der Kommentator heute bei Magenta Sport hat dann den Fernsehzuschauern tatsächlich erklärt, dass beim Punkteschnitt pro Spiel maximal 3 Punkte möglich sind. Mich hat es auf der Couch zerlegt. Aber nicht der Basti Schwele. Doch. Echt? Ja. Echt? Das habe ich nicht mitgekriegt. Also der hat heute übrigens seine Phrasenbox aufgemacht, ja? Ja. Also Tempo und ich meine nicht die Taschentücher. Ja, da war der Hase schneller als der Wolf. Schneller als der Wolf. Ja, das war so. Aber müsst ihr euch mal im Real Life anschauen, nach dem dritten Drittel, wenn es in die Tabelle geht, erklärt er das, dass es maximal 3 Punkte pro Spiel möglich ist. Hat er recht? Hat er recht? Natürlich. Ja, natürlich. Wir machen auch mehr als 3 Punkte pro Spiel. Also sorry. Einfach 100% recht. Und das heißt aber auch für Augsburg, es wird saueng, weil wenn man den 4. Schwenningen anschaut, mit dem Spiel weniger, schon 6 Punkte weg und nur ein Spiel weniger... Halleluja. Ja. Wir haben 6 Siege. Wenn man das im Vergleich sieht, oben Grizzlies auch 6 Siege, aber machen halt 7 Overtimes. Jungs, irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Brutal. Was?
Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Ich glaube, ich habe das heute irgendwann Rekord schon mal gehört. Läuft doch. Rekord läuft doch nur. Was willst du? Geil. Machen wir Schluss, Männer. Ja. Ja, alles klar. Blenden uns mal ein, da können wir Tschüss sagen. Ja, ich traue mich gar nicht mehr auf Stoppen zu drücken. Ich weiß gar nicht, ich bin im Bildschirm. Ja, du sollst ja nicht Aufnahme stoppen, sondern nur ja, Freigabe. Das läuft, Sascha, das sieht gut aus. Jetzt läuft. Hey. Ja. Hey. Hey. Servus, Jungs. Also, servus.